Als letztes braucht dieses Bild noch eine Bildunterschrift. Das kann ich über Einfügen, Textfeld und hier Textfeld erstellen. Mit diesem Kreuz, indem ich mit der gedrückten Maustaste ein Rechteck aufziehe, eingeben. Der Text hier soll etwas kleiner sein als der Fließtext, vielleicht 9 Punkt. Dann stört mich das Erscheinungsbild noch ein bisschen. Der Text soll genau bündig mit dieser Kante sein und in diesem Textfeld haben wir aber einen inneren Rand. Die Einstellungen für dieses Textfeld kannst du über einen Rechtsklick in den Rahmen aufrufen, da Form formatieren. Da kannst du zum Beispiel die Linie aufheben. Nun hat es keine Linie. Du könntest die Füllung noch ändern, falls es also nicht weiß sein soll. Und hier vor allem bei diesen Textfeldoptionen kannst du die Ränder noch einstellen. Ich wähle da überall 0 und jetzt siehst du, ist es ganz bündig. Das Problem ist jetzt aber noch, wie du siehst, bleibt dieses Textfeld an Ort. Die Bildunterschrift sollte aber mit diesem Bild mitkommen. Deshalb klicke ich ins Bild und anschließend mit der gedrückten Umschalttaste auch noch in das Textfeld. Jetzt siehst du, sind beide miteinander ausgewählt. Falls jetzt da die Ausrichtung auf der linken Seite nicht ganz stimmen sollte, so hast du unter Format noch die Möglichkeit, das auszurichten. Hier Ausrichtung linksbündig. Und jetzt möchte ich da diese beiden Elemente noch miteinander verbinden, sogenannt gruppieren, und das Symbol ist etwas versteckt, hier Objekte gruppieren. Übrigens, man hätte das auch mit einem Rechtsklick tun können, und falls du jetzt diese Objekte wieder getrennt verschieben möchtest, kannst du mit einem Rechtsklick diese Gruppierung auch wieder aufheben. Will ich jetzt aber nicht, sondern ich möchte dir zeigen, was jetzt da passiert ist. Du kannst jetzt also diese beiden Elemente miteinander verschieben, allerdings ist der Textfluss dadurch wieder verloren gegangen. Ich habe aber immer noch diese Layout-Optionen gleich neben diesem Element drin und da kann ich wieder Quadrat wählen und jetzt habe ich dieses Bild mit der Bildunterschrift genau am richtigen Ort. Ja, schaue ich mir das Ganze nochmals etwas an. Hierfür blende ich die unsichtbaren Zeichen aus und zoome vielleicht etwas zurück. Das Einzige, was mich jetzt noch stört, ist, der Titel kommt so direkt auf diesen Lied. Da mache ich noch eine Zeilenschaltung. Und es hat immer noch wunderbar Platz auf der ganzen Seite. Tja, du siehst, es ist eigentlich keine Hexerei, einen eleganten Text mit Bildern und verschiedenen Spalten mit Word zu gestalten.